Yo Leute, was geht? Heute habe ich in diesem Video wieder eine weitere Folge von geheimen Dingen, die du in GTA bestimmt noch nicht wusstest. Wir wissen ja Leute, GTA 5 ist eigentlich schon seit 4 Jahren draußen und es gibt immer noch einige Dinge, die sich finden lassen in diesem Spiel, weil das Spiel einfach extrem riesig ist. Mit der Zeit gab es zum Beispiel viele Änderungen, was die Beta angeht von GTA 5 und ebenfalls auch von GTA Online und noch ein paar weitere Dinge, die Rockstar Games von uns versucht hat, versteckt zu halten. Um genau diese Dinge wird es übrigens heute in diesem Video gehen. Übrigens Leute, mein Gewinnspiel läuft noch bis zum 4. November, dann könnt ihr nämlich eine New Nintendo 3DS XL in der SNES Edition mit Metroid Samus Returns gewinnen. Wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr einfach nur Abonnent auf meinem Kanal sein, dann habt ihr automatisch schon teilgenommen. Und ich würde sagen, Leute, starten wir direkt mit diesem Video. Zu Beginn, Leute, noch eine kleine Ergänzung, was nämlich das Ende der Story betrifft. Wir haben uns in der letzten Folge nämlich schon damit beschäftigt, dass Lamar Davis eigentlich ein Hauptcharakter in GTA 5 sein sollte, und zwar nachdem Franklin stirbt. Und ihr habt richtig gehört, Leute, es war nämlich tatsächlich so geplant, dass Lamar ein Hauptcharakter wird, nachdem man das Ende C wählt, was nämlich eigentlich bedeutet, dass Franklin sterben sollte und nicht alle drei Hauptcharaktere überleben. Schaut euch dazu einfach unbedingt das letzte Video an, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Doch auch was die finale Fassung von GTA 5 betrifft, gibt es ebenfalls auch ein kleines Überbleibsel, was nämlich den Tod von Franklin hinweisen sollte. Und ich denke, es gab bestimmt das gleiche Missverständnis, was ich auch hatte, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Und zwar, wenn man sich zwischen den drei verschiedenen Enden entscheiden muss, war ich am Anfang etwas verwirrt. Es gab Plan A oder B, das heißt also, entweder würden wir Michael oder Trevor umbringen, oder Leute, es gab zum Beispiel Plan C, und zwar den Todeswunsch. Und wer das zum ersten Mal liest, der stellt sich schon die Frage, was hat es eigentlich damit auf sich, Leute? Damals war es nämlich vermutlich sogar geplant, dass eigentlich dieses Ende bzw. dieses Wort darauf hindeutet, dass Franklin sich für die anderen aufopfert, damit die anderen überleben. Denn es wäre schon ein bisschen komisch, wenn da stehen würde, Leute, Option D, Franklin umbringen, denn ihr müsst ja bedenken, Leute, es ist auf dem Handy von Franklin, und wenn Franklin jetzt eine Nummer anruft, um sich selber umzubringen, das würde gar keinen Sinn ergeben, und somit haben die eigentlich das Wort Todeswunsch genommen. Aber anstatt, dass es zu diesem Ende D kommt, welches wir eigentlich hätten bekommen sollen, hat Franklin nämlich Lester angerufen, welcher den Plan hatte, alle Charaktere zu retten, indem sie sich einfach im finalen Showdown gegen alle seine Gegner stellen. Wieso sich jetzt Rockstar Games allerdings dagegen entschieden hat, dass Franklin am Ende der Story stirbt, das bleibt natürlich den Entwicklern selber überlassen, denn sie wollten bestimmt so ein richtiges Happy End machen zum Schluss, aber ich fände es schon ziemlich interessant, wenn es so ein Ende D oder C geben würde, wo Franklin halt stirbt und wir dann Lamar als Ersatz bekommen würden. Wie gesagt, Leute, schaut euch einfach das letzte Video dazu an, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, aber kommen wir auf jeden Fall direkt zur nächsten Sache. Okay, Leute, als nächstes geht es mal um ein ganz bestimmtes Fahrzeug, das wir in GTA Online bekommen haben, und zwar den Buzzard Kampfheli. Wir wissen, Leute, der Buzzard ist eines der klassischsten Fahrzeuge, die es eigentlich in GTA Online gibt. Es gab es nämlich schon seit Release und es ist immer noch der wahrscheinlich beste Hubschrauber, den man haben kann. Selbst bei dem Smugglers Run DLC gab es schon ziemlich coole Fahrzeuge, aber ich muss selber zugeben, ich finde den Buzzard immer noch am besten. Nicht nur, dass er ein sehr schneller Helikopter ist, sondern weil er auch diese Raketen und ein Maschinengewehr hat, mit dem man halt jeden Gegner in der Luft besiegen kann. Aber habt ihr eigentlich gewusst, dass der Buzzard Kampfheli nicht nur in GTA Online existiert hat? Es gab diesen Hubschrauber schon in einem früheren Teil, und zwar im DLC von GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Da war es nämlich ein wirklich extrem geiler Hubschrauber, muss ich zugeben. Und man muss schon sagen, dass dieser Hubschrauber, also der Buzzard Kampfheli in GTA 4, das wahrscheinlich heftigste Fahrzeug überhaupt war. Denn man hatte ziemlich coole Features, die diesen Helikopter ausgemacht haben. Erstens, Leute, das Maschinengewehr war viel stärker, als es in GTA Online so ist. Ich meine, das, was wir in GTA Online haben, das ist, ja, es ist okay, aber es ist nicht wirklich perfekt, Leute. Doch in GTA 4 seht ihr zum Beispiel, was für eine riesige Kraft dieses Maschinengewehr von dem Buzzard eigentlich hat, und man merkt schon, dass es ein richtiger Militärhelikopter ist. Doch das Beste kommt, Leute, noch, und zwar die Raketen. Nicht nur wegen GTA Online haben wir die Raketen auch, aber in GTA 4 habt ihr einfach keine Cooldown-Zeit, und das bedeutet, Leute, ihr könnt unfassbar schnell und wirklich richtig viele Raketen abfeuern und ihr könnt einfach kompletten Apokalypse starten aus der Luft, Leute. Dann könnt ihr zum Beispiel Raketen und Maschinengewehr auch gleichzeitig abfeuern, was ihr im Buzzard in GTA Online nicht machen könnt. Und ich denke, Leute, ich weiß, warum Rockstar Games diese Änderung gemacht hat, denn stellt euch vor, ihr hättet diesen Helikopter in GTA Online, dann wäre, glaube ich, gar keiner mehr sicher. Kommen wir als nächstes, Leute, zu einer kleinen Theorie bzw. zu einem Mythos in GTA 5. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, Leute. Ihr stellt euch auf einen einsamen Ort, wie zum Beispiel an die Spitze des Mount Chiliads. Es gibt keinerlei Zeugen bzw. die ganzen Zeugen, die hier vorher waren, habe ich ausgeschaltet. Und es ist aktuell so, dass ich keine Sterne habe. Was jetzt allerdings folgendermaßen passiert, Leute, ist einfach mal, dass ich kurz eine Granate werfe, um eine Explosion zu machen. Und dann plötzlich, Leute, aus dem Nichts bekomme ich einen Stern. Ich habe dazu schon wirklich viele Theorien gemacht, wie kann das eigentlich sein, Leute? Es gibt keine Zeugen und wahrscheinlich hat auch niemand diesen Knall gehört oder gesehen. Und das Krasseste ist halt, Leute, ich befand mich nicht in der Nähe der Explosion, als es zustande gekommen ist. Also ich war gerade in der Hütte von Mount Chiliad. Und wie kann es dann sein, dass die
Cops mich dann irgendwie identifiziert haben und dann wissen, dass ich das Ganze war. Noch krasser kann man das Ganze an diesem Beispiel erkennen. Ich werfe nämlich einige Haftbomben auf mein Jetski und dann begebe ich mich aufs offene Meer hinaus, Leute, und habe dort wirklich einige Minuten Gas gegeben, damit ich wirklich weit von der Insel wegkomme. Dann bin ich einfach vom Boot abgestiegen, einige Meter weit geschwommen, habe die Haftbomben gezündet, dass es zu einer Explosion kommt. Und kurze Zeit später bekam ich schon wieder einen Stern. Und ich weiß, diesmal, Leute, war ich wirklich weit im offenen Meer. Es gab niemanden, der mich gesehen hat, keinen, der irgendwie auf einem Wachposten gestanden hat oder irgendwelche Personen, die sich im Umkreis von 500 Meter befanden. Und plötzlich sind die Cops auf dem Weg zu mir. Da frage ich mich natürlich, wie kann das eigentlich sein? Ist das vielleicht eine unlogische Sache? Es könnte sein, Leute, aber eine andere Theorie wäre nämlich von viel weiter oben. Und zwar die UFOs, die sich nämlich in der Luft befinden. Es gibt ja sozusagen drei UFOs, die wir in der Luft finden können. Das wohl bekannteste UFO finden wir nämlich auf dem Mount Chiliad, Leute. Und was so ziemlich interessant an diesem UFO ist halt das Logo, und zwar FIB steht nämlich drauf. Und viele Leute fragen sich, was haben die UFOs mit dem FIB zu tun? Die eine Sache könnte nämlich Steve Haynes sein, denn wir wissen, Leute, wir haben in der Story ziemlich viel mit Steve Haynes zu tun. Wir müssen für ihn sozusagen die ganze Drecksarbeit machen und alles, was wir dazu bekommen, ist einfach nur permanente Beobachtung. Das FIB scheint uns nämlich als Hauptcharakter permanent mit den UFOs zu beobachten und alles, was sie machen, scheinen sie irgendwie zu sehen. Man muss schon zugeben, es ist wirklich eine etwas krasse Theorie und ich weiß auch nicht, ob die zu 100% stimmt, aber wie könntet ihr euch es sonst erklären, dass ihr plötzlich immer einen Stern bekommt, wenn ihr eine Explosion habt? Oder wie zum Beispiel könnt ihr es euch erklären, dass die Cops immer wissen, wo ihr seid, wenn ihr euch gerade an einer Stelle versteckt? Kommen wir, Leute, endlich mal wieder zu einigen Inhalten, die aus der Beta waren in GTA 5. Es ist schon lange her, dass ich euch einige gestrichene Inhalte aus dem Hauptspiel vorstelle, die man nur in der Beta gefunden hat oder auch in Trailern von GTA 5. Und heute werden wir uns einige Beispiele, Leute, anschauen. Das erste Beispiel kann eigentlich schon jeder von euch selber ausprobieren, und zwar, wenn ihr euch in GTA Online an die Militärbasis begebt. Denn viele Leute haben mir unter unlogische Dinge schon geschrieben, guckt ihr doch einfach mal das Militärlogo an, das wir in der Nähe des ersten Hangars finden können, das sich nämlich hier befindet. Es ist nämlich folgendermaßen, dass wenn wir uns weit genug wegbegeben von diesem Hangar, dass dann plötzlich ein andersfarbenes Logo erscheint und dieses Logo ist sozusagen ein Logo aus der Beta. Denn wenn wir dann wieder näher ranzoomen und uns das aus der Nähe anschauen, sehen wir, dass wir wieder das originale Logo bekommen, das wir ebenfalls auch im Story-Modus sehen. Es ist nur im Online-Modus so, ich hab's probiert, Leute, dass dieser Bug auch entsteht. Eine weitere kleine Änderung können wir ebenfalls auch im zweiten Story-Trailer von GTA 5 sehen, und zwar, Leute, in Franklins Apartment. Das heißt, in dem neuen Apartment, das Lester uns zur Verfügung stellt, gibt es eine kleine Szene, wo wir Tanisha nämlich sehen. Merkt euch, Leute, es ist ein schwarzer Hintergrund mit drei hochkantigen Bildern, die wir sehen, und wenn wir uns allerdings in Franklins Apartment begeben, dann sehen wir, dass es komplett geändert worden ist. Also irgendwie haben wir nur noch einen weißen Hintergrund und ein viereckiges rotes Bild. Es gab natürlich noch ein paar weitere Änderungen, aber es stellt sich natürlich die Frage, warum hat Rockstar Games diese Änderung gemacht? Zum Beispiel, Leute, auch an einem Wallpaper, das Rockstar Games nämlich veröffentlicht hat, zu Michaels Haus. Hier gibt es wirklich riesige Unterschiede, und zwar möchte ich euch als allererstes zeigen, die Szene, dass wir Amanda am Tennisspielen sehen mit dem Tenniscoach, ist irgendwie gar nicht vorhanden gewesen, Leute. Und außerdem sah dieser Tenniscoach gar nicht so aus wie den wir jetzt eigentlich kannten. Die größte Änderung, die wir sehen können, ist allerdings der seitliche Eingang zu Michaels Haus. Schaut euch einfach mal ganz kurz diesen Rahmen an. Ihr seht auf jeden Fall eine gigantische Doppeltür mit noch seitlichen Fenstern, die da angebracht sind, also ein ziemlich breiter Eingang. Und links oben könnt ihr auch sehen, dass das Fenster offen ist, also lässt es darauf schließen, dass wir in der Mission sind, wo Franklin nämlich in Michaels Haus einbricht. Und das sind natürlich nur einige der Änderungen, die Rockstar Games gemacht hat, die das Hauptspiel betreffen. Kommen wir jetzt, Leute, auf jeden Fall zu einer weiteren Sache, und zwar aus GTA Vice City, denn das Spiel hatte etwas, was die anderen Spiele nicht hatten, und zwar ein ziemlich interessantes Feature, vielleicht sogar ein kleines Easter Egg, muss man sagen. Was ihr dazu benötigt, ist einfach nur ein Flammenwerfer, soweit ich weiß. Folgendes müsst ihr einfach tun, Leute, ihr müsst einfach mal alles Mögliche in Brand setzen, was ihr seht, und dann kann es auch passieren, dass ihr einige Personen auch trefft. Jetzt ist es allerdings so, Leute, wenn diese Personen nämlich verschwinden, kann es ab und zu passieren, dass sie auch einen Abdruck hinterlassen, und zwar einen sogenannten weißen Umriss. Und viele Leute fragen sich, was hat es eigentlich damit zu tun? Und ich habe dafür jetzt auch eine ganz kleine Antwort, das ist nämlich das einzige Spiel, was dieses Feature hatte, soweit ich weiß, und zwar nennt sich das Ganze nämlich Pitopia. Pitopia ist nämlich so eine Art Kennzeichnung einer Leiche, die nämlich die Spurensicherung betrifft. Also für Kriminaloffiziere wurde diese Technik damals angewandt, damit man immer wusste, was gerade wo passiert ist. Man konnte die Person auch bergen, ohne sie weiter liegen zu lassen, denn ich meine, das wäre schon, ja, eine ziemlich kranke Sache, wenn sie die ganze Zeit dort rumliegen würde. Und diese Abdrücke wurden dann mit weißem Band gemacht, vielleicht für einige Waffen und auch Patronen wurde auch weiße Kreide verwendet, um das Ganze zu markieren. Und dieses Easter Egg ist halt hauptsächlich zu der Spurensicherung gemacht worden. Vielleicht kennt ihr das Ganze ja auch aus diesen Kriminalserien und da hat sich Vice City einfach daran orientiert.
Okay Leute, kommen wir zu einer weiteren Sache, wovon wirklich nur diejenigen Bescheid wissen, die das Spiel auch wirklich von Anfang an gespielt haben. Und zwar geht es mal ganz kurz um GTA Online, denn ihr wisst ja, GTA Online hat sich in den 4 Jahren, seitdem es draußen ist, wirklich drastisch verändert. Es gibt neue Fahrzeuge, neue Funktionen und ebenfalls auch neue Möglichkeiten, wie man an viel Geld kommen kann in GTA Online. Aber früher war es eben so, dass das Spiel noch in der Anfangsphase war und es eben einige Sachen gab, die die Spieler nicht so geil fanden, die Rockstar Games erst mit der Zeit gepatcht hat. Ich möchte euch eine dieser Sachen vorstellen und diese war damals wirklich ziemlich nervig, Leute. Ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber damals war es nicht möglich, dass wir in Apartments laufen können. Ihr habt richtig gehört, Leute. Zu der Anfangszeit von GTA Online war es so, wenn wir in einem Apartment waren oder wenn wir unsere Garage waren, dass wir nur so schnell gehen konnten. Und damals hat es wirklich ewig gedauert, wenn wir ein großes Apartment haben, von A nach B zu kommen. Das heißt, wenn wir im Eclipse Tower sind, Leute, hat es ungefähr eine halbe Minute gedauert, wenn wir vom Eingang in unseren Kleiderschrank gegangen sind. Mittlerweile ist es natürlich komplett anders. Also mittlerweile dauert es nämlich nicht mehr so lange, bis man irgendwie von A nach B kommt. Stimmt einfach mal oben rechts ab, ob ihr damals GTA Online gespielt habt und euch das auch genervt hat oder ob ihr davon einfach nichts gewusst habt. Das waren auf jeden Fall wieder weitere Dinge in GTA, die du wahrscheinlich nicht wusstest. Wenn ihr an meiner Verlosung teilnehmen wollt, die bis zum 4. November geht, könnt ihr in der Mitte kostenlos abonnieren, dann habt ihr automatisch schon teilgenommen. Schaut euch die anderen Videos links und rechts im Bild an. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Elite Zock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.